Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir heute Minecraft Vanilla, Vanille Provinzen. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ich bin hier auf einem Server, mal kurz Musik anmachen. Auf einem Server mit diesen Bekloppten da, dem Derek on YouTube, der Tusch, Flying Asian, Rough Boy, Zanana und dem allseits bekannten Crazy. Und ja, wir spielen heute hier Minecraft Vanilla zusammen. Das Ganze ist ein Projekt vom The Tusch und Crazy. Die beiden haben sich da was zusammengebaut. Hatten mich eingeladen. Und ja, ich würde sagen, wir stoßen mal zu den Jungs einfach mal dazu. So, da bin ich. So, grüß dich auch wieder. Ihr seid jetzt auch bei mir in der Aufnahme, ne? Okay. Ihr seid schon die ganze Zeit bei mir in der Aufnahme, oder? Ja gut, aber jetzt auch bei mir. Beziehungsweise bei dir in der Live-Aufnahme. Das Einzige, was mich nervt, ich habe immer diese gleichen Chunks, die bei mir nicht geladen werden. Ich muss auch immer auf meinen Block abhauen. Das liegt, glaube ich, aber bei mir im Shader. Mache frei A. Shader? Oh, gute Idee. Mal gucken. Wieder eure Chunks. Oh krass, hier direkt am Spawn sind ja schon Lamas. Ja, ist mir auch aufgefallen, direkt mal Lamas. Lel. So. Egal. Also ein bisschen was habe ich hier einfach nur an Deko gebaut und ein paar Sachen versteckt. Ja, ich habe schon, das sieht man schon, das sieht echt gut aus teilweise. Hey, ja, wo sind die Koordinaten? Welcher Berg an dem Spawn? Meinst du jetzt da links, da wo der Schnee oben ist oder so? Diese Hügel im Wasser. Ah, da ist er schon. Hallo. Zufälligerweise Dragon Ball Fan? Teils, aber super habe ich nicht geguckt. Sieht man dir an. Ja, ich habe jetzt angefangen mit Dragon Ball zu schauen. Den Skin habe ich mir irgendwann 1997 oder so gemacht. Achso. Ja, den Skin, den ich habe, der ist auch so, bin Zelda-Fan. Ja. Minecraft, Link-Skin. Ah, der sieht gut aus. Nee, bei mir. Ich habe einfach zwei Skins fusioniert, weil ich einfach so ein Goku-Skin wollte. Bloß als Gesicht fand ich so, nee, sah nicht so gut aus. Habe ich einfach mal Eduardo genommen, weil es irgendwie, weiß nicht, weil er einfach behindert aussieht. Oh, ich muss sagen, die neue Breaking-Animation bei Swag sieht ja geil aus. Und grüßt euch alle im Chat. Mandarinenkatze. Die für Ali. Warum streamst du nicht auf Twitch? Auf Twitch stream ich auch, doch. Ja doch, ich bin auf beiden gerade live. Okay, das Rezeptbuch, daran muss ich mich noch gewöhnen. Ja, das ist mega komisch. Das ist aber mega geil. Ja, das stimmt ja auch. Das Einzige, was halt doof ist, wenn du wirklich Massenproduktion machen willst, du kannst nur einmal, also klickst einmal drauf, dann kannst du dir ein Item machen, aber wenn du jetzt 10.000 Pistons haben willst, ja toll. Nee, das geht auch. Das geht inzwischen auch? Ja. Ich schätze mal mit Shift, oder? Genau. Oh, okay, das haben die. Oh, okay, gut. Das wusste ich nicht mehr. Flying Asians ist auch wieder dabei. Ich bin mal gespannt dann auf deren Aufnahmen, weil irgendwie die Hälfte geht auch on, wieder off, dann wieder on. Ja, auch nicht durch die Tür durchkommen. Keine Ahnung. Hast du die Tür? Hat sich um das Obligatorische gekümmert. Das Lustige ist, ich habe eigentlich Spawn Protection ausgemacht. Also im Klartext, wenn Christian sich drum gekümmert hat, funktioniert gar nichts, oder wie? Eigentlich schon. Christian, ich erinnere dich damals nur an RET. Ja, ich kümmere mich nachher um die Automatisierung. Du kannst schon mal aufgehen. Und am nächsten Tag komme ich wieder und unser ganzes MB ist kaputt. Ups. Das werde ich nie vergessen. Christian, ja. Du wolltest doch in den Sumpf gehen, oder? Oben beim. Nee, weil ich ja hier schon gerade einen sehe. Ja, den habe ich auch schon mal gesehen. Ja, wenn ihr oben die Map angeguckt hättet, dann hättet ihr gesehen, wir haben fast alle Biome. Da oben war eine Map? Ja. Da oben war eine Map, ja. Sehr schön. Kurze Frage, wisst ihr zufälligerweise, in welche Richtung eine Savanne ist? Ich bin in einer. Oh, keine Ahnung mehr. Ja, da gibt mir bitte die Koordinaten. Auf jeden Fall in der Nähe war. Wir haben hier auf der Map relativ in der Nähe drei Villager-Dörfer. Krass. Das eins einfach nur nach Norden, das andere nach Süden, also vom Spawn aus, und das andere nach Westen. Oh, ich bin in einem. Oh, gut, dann hast du eins. Nee, Spaß beiseite. Oh, dann hast du keins gefunden. Mist. Okay, 1000.
Jawohl. Der erste Kill schon gemacht. Der Wichser. Und dann noch Selbstmord begann. Kamikaze wahrscheinlich. Aber fuck, ich muss eigentlich aufpassen, weil ich habe übel wenig Leben. Wir haben gerade zwei Creeper erwischt. Ich bin nicht ja, scheiße. Ich habe mir auch schon einfach nur sofort ein paar Tiere getötet, einfach damit ich schon ein bisschen Fleisch habe zum Anfang. Das Einzige, was ich machen kann in der Nähe, sind ja die ganze Zeit eigentlich die Heubällen. Frag mich gerade, ich habe die dahin platziert als Deko, aber warum nehme ich die nicht mit als Essen? Ich habe einen Name-Tag erfunden. Hä? Okay. Weißt du, wir sind 5 Minuten auf dem Server und Christian lootet schon alles. Ist so. Wahrscheinlich hat er schon die dritte Dungeon. Alter! Jetzt mal ganz im Ernst. Diese Hühnerbeine, ne? Also früher war das ja einfach nur so eine Bodenstange mit einem Blatt Papier dran, ne? Ja, schon. Das sieht jetzt bei Zwecks einfach so aus, als wären das 2 Baumstämme. Echt jetzt? Das musst du dir nachher bei mir in der Aufnahme anschauen. Ich meine, ich werde ja nachher... Ich hab ja auch Zwecks. Ach, du hast Zwecks drin? Ja, mit 3D-Blöcken aber. Ja, ja, ich auch. Ach, diese... Ja, stimmt, diese 3D-Texturen. Fand ich irgendwie immer voll ungewöhnlich. Oh, ich habe einen Riss gefunden. Skizzi-TV. Guten Abend. Achso, Dosh, wenn du in meine Richtung läufst, du wirst einen Mineshaft finden. Ja, ich bin hier erstmal noch in einem Wald drin, also chill mal. Okay. Und Christian, du weißt eh, wie es bei uns abläuft. Wenn ich irgendwo baue, ich finde wieder einen Mineshaft. Es war bei den letzten 7 Male, wo ich ein Minecraft Modpack oder Vanilla gespielt habe, immer so. Stimmt. Weißt du auch letztens, wir haben, ein paar Freunde von uns haben hier mal die Gratis-Ramps getestet und so weiter. Jedes Mal, wenn ich mein Haus gebaut habe, ich kam mich runter. Oh, Minenschacht. Das ist Titel. Jo, der Tusch. Jo. Wie schaut's eigentlich aus? Wolltest du jetzt eigentlich die ganze Zeit alleine bauen oder wolltest du... Teilweise. Also mir ist es wurscht. Ich will bei diesen 3 kleinen Bergen mir Häuser bauen, aber wer mitmacht, da ist mir egal. Also wenn du willst, komm wieder zurück zum Spawn in der Höhle, also hinten links rum um die Ecke. Ah, okay. Also die Anmodi? Also, ich habe gerade gedacht, was für Anmodi, was für Moderatoren, hä? Boah, also manchmal könnte ich mich schon mal hören. Oh, hier ist ein Lavasee. Ich habe schon mal das Mesa-Biom gefunden. Das ist riesig, ey. Ja. Ich muss aber so... 2000 Blöcke. Das ist abnormal riesig. Ich mag aber Mesa, ganz ehrlich gesagt. Ja, das ist echt cool. Dahinter kommt eine Savanne. Super. Ey, cool, vielleicht baue ich schon mal irgendwann mal was mit harten Clay. Auf jeden Fall. Warte mal, gibt's in den Mesa... Stimmt, da, ich sehe das. Ich sehe diese Mineshaft, ne? In dem Mesa-Biom. Ja, die sind oberhalb. Ach ja, ich habe geguckt. Im Mesa... gibt es oberhalb auch diese Kisten da mit diesen Mineshaft-Kisten? Ja. Und in ein paar sind übel viele Diamanten drin. Die loote ich gerade schon die ganze Zeit. Ach, alles klar. Ja, gut. Rausgesucht. Wie oft sterben die? Der eine hat schon 4 Deaths. Weißt du? Christian, wie war das damals bei RET? Oder kommen die nicht von da oben weg? Die kommen von da oben weg eigentlich. Die Tür ist offen. Ja, aber das Problem ist, die sind ja vorhin auch nicht durchgekommen. Ja, weil ich sehe die ganze Zeit, die chillen entweder oben und springen einfach nur runter. So ist es wieder Nacht. Ich habe keine Wolle, keine Wolle. Ja, da frag dich mal gerade, ob die schon am Laufen sind oder ob die da noch festhängen. Weil ansonsten würde ich so sagen, machst du mal einmal Tag und machst die Tür dann mal kaputt oder sowas. Oder ja, mach ich, warte mal. Hey, der eine ist. Der ist tatsächlich. Wundervoll ausgedrückt. Hängt ihr fest. Seid ihr hängen geblieben? Seid ihr hängen geblieben? Warte mal, ich geh mal kurz Creative-Modus dahin. Cheetah. Und. Zack, Tür ist kaputt, jetzt sollten die eigentlich durchkommen. Weil eigentlich, wieso sollten die da sterben? Hallo, ich dachte, das ist unser Projekt hier. Ich dachte, wir hätten jetzt da unseren kleinen Zoo. Ja, das ist einfach nur Anschauungsmaterial. Boah, das wäre eigentlich voll die geile Idee, ne? Oh, scheiße, Zombie. Christian, hast du Lust auf ein Projekt? Nein. So, ja, viel Pech, Zeit so viel Zeit habe ich dann auch wieder nicht. Welche Schrift muss der goldene Apfel haben, damit er der seltenste der ist? Leader. Ach verdammt, ich habe den blauen. Rein gar nichts. Scheiß Shader. Ich glaube, ich mache mal einfach Shader aus, dann sehe ich mehr. Ja, das finde ich ein bisschen scheiße an den Shadern, dass die nachts so wirklich ultra dunkel sind. Du siehst nichts. Ja. Sau krass.
Oh, und plötzlich ist helle leuchtet. Oh, ich hab wieder Sound. Oh, den grüßt. Das ist halt gerade ein bisschen doof für mich. Ich renne hier gerade schön an den Bäumen vorbei, an jede Menge Skeletten, Creepern und so weiter. Was, hast du schon Eisen? Joe. Ja, was? Eisen? Nee, achso, das ist Stein, ne? Ja, okay. Ja, genau. Ne, was heißt die Steine eigentlich? Okay, ich müsste jetzt bald bei der Savanne ankommen. Enderfrau. Ach, da bei den Klippen. Ach, siehst du das da hinten? Diese verschiedenen. Da ist ein Schild, ne? Ja, genau, diese Schilder, die habe ich mir reserviert. Wenn ihr, also jetzt für die, die hier dabei sind, eigentlich hauptsächlich an Dosch gerichtet. Wenn ihr, wenn du Bock hast, wo andere vielleicht auch in der Nähe sind, einfach ein Schild hinsetzen und schreiben reserviert mit deinem Namen und dann zack. Ja, ja. Dann nicht mehr rum. Ich werde einfach gleich mir einen Berg suchen. Ich hatte so überlegt, du weißt ja, wie groß diese Savannenberge sind, ne? Ja. Da wollte ich mir so einen richtig schönen großen nehmen und dann einfach einmal rundherum bauen, einmal komplett aushöhlen und dann so eine richtig geile Pagode draus machen. Hallo, das ist die Witch. Weil da habe ich schon ein paar richtig geile Ideen. Also Efe Ali kurz, also aus dem Chat, die Antwort, warum ich jetzt für ein, zwei Monate nicht mehr aktiv war, weil ich mich nur um Bewerbungen gekümmert habe und deswegen wollte ich einfach mich drauf konzentrieren. Aber jetzt bin ich wieder YouTube. Darf man fragen, als was du dich beworben hast? Also größtenteils Kommunikationsdesign, da musste man so eklige Mappen machen mit 20 bis 30 Bildern, Autsch. A3 bis A2. Und da habe ich mich halt für 3 Unis beworben. Das heißt, in 2 Monaten habe ich 60 A2-Bilder gemacht ungefähr. Geil. Und das war, ne, danach, ich kann sie Joe fragen, wie wenig Zeit ich hatte. Er hatte gar keine Zeit. Kann ich mir vorstellen. Yeah! Follower. Nein. Ich kann es nicht, ich mag Spezi. Okay. Der Tusch? Jo. Du streamst das Projekt komplett oder nimmst du auch mal auf? Ich stream es komplett und das, was ich lade es dann nochmal nachträglich in Parts hoch. Ah. Also packe ich einfach nur ein Intro rein, mache das in gemütlichen 30 Minuten Sachen und das war's. Ja gut. Weil je nachdem kann man mal schauen, vielleicht streamen wir da mal zusammen. Ja. Ich habe jetzt mal endlich mal wieder mit dem Stream angefangen. Ich muss sagen, die ersten beiden Streams waren erfolgreich. Einmal ein Zuschauer, einmal zwei Zuschauer. Nee, mein Rekord war, immer wenn ich Persona 5 aus irgendeinem Grund um 3 Uhr nachts gezockt habe, hatte ich die meisten Aufrufe, weil um 3 Uhr nachts hat einfach keiner Persona 5 gestreamt, da wo es neu war. Krass. Und da hatte ich einfach immer so 20 oder so Zuschauer. Die haben sich eigentlich nicht für mich interessiert, sondern nur für das Spiel, aber egal. Oh, ich bin anscheinend einmal komplett an der Savanne vorbeigelatscht. Ich bin halt einfach, denke ich mir so, ja gut, dann muss das ja hinter dem Mesa-Biom sein. Ich bin bei minus 3000, das Savannen-Biom ist bei minus 2000. Good game. Hauptsache, habe ich schon mal erzählt, was ich damals bei Wirtschaftslehre abgezogen habe, Christian? Bis jetzt noch nicht, ne. Kam die Klausur, kam die Frage, wofür steht die Abkürzung GG? Ich wusste nicht, was gemeint war. Ich habe einfach nur ein Good Game. Naja, seitdem hat sich bei mir etabliert, GG Grundgesetz. Stimmt, das hast du mir schon mal erzählt. Oh, scheiße. Ja, das ist doch eigentlich ziemlich doof, dass man sich keinen Spawn setzen kann, weil es eh niemals der Fall sein wird, dass alle schlafen gehen, oder? Ja gut, du musst einmal kurz reinlegen, das war's. Ja, eben, du musst dich nur einmal kurz reinlegen, du musst nicht komplett drin schlafen. Ah, okay, das ist cool. Ich hätte gedacht, man müsste einmal eine Nacht da drin verbringen. Oh shit. Ich lebe am Limit hier, ey. Oh shit, ja, tu ich wirklich. Wie lange geht die Nacht noch? Also mir ist wurscht, bei mir ist Open End, also ich streame, wenn ich keinen Bock mehr habe. Nein, ich mach die Mic verflacht. Ach so, ja, nee, ist weg. Die ist gleich rum. Gut. Alter, Danny hat schon 5 Deaths. Das sind aber immer die gleichen Leute, die sterben. Ah, bei RBT, was haben jetzt Christian? 100 Tode. Ups. Oh. Und bin gleich tot. Bin tot. Kacknoob. Okay, jetzt lassen wir wieder alles reloaden. Ach, du hast dieses, nee, doch, ist immer noch an. Das Inventar behalten bleibt. Das hab ich an? Ja, ich hab's angemacht, weil ich hatte keinen Bock. Wenn dich irgendwelche Leute die ganze Zeit killen und dass du dann immer alles verlierst.
Okay. Flying Alien und der Nana chillt immer noch oben. Ja gut, ich habe ja heute schon mit Christian geschrieben. Ich habe irgendwie ein Gefühl, die Hälfte aller Teilnehmer wird in 2 Wochen nicht mehr dabei sein. Glaube ich irgendwie auch. Ich meine, ich habe ja schon Christian ein paar Mal meine Meinung zu den Teilnehmern geschrieben, aber will ich jetzt hier leider nicht sagen. Ich glaube, das wäre für mich und für andere gesünder. Haribo. Haribo macht Kinder froh und die Erwachsenen ebenso. Diese Zombies, so. Ey. Erstmal ein paar Fackeln machen, ey. So, hilft mir nur. Zack. Boah, ohne Spaß, so viel Han Klevi hier ab, aber nur um durchzukommen, da könnte ich bald ein Haus von draus bauen. Ich hab ganz vergessen, dass es hier ein neues Kampfsystem gibt, ey. Achso, das mit dem Attack-Speed? Ja. Ich spam gerade die ganze Zeit drauf. Wie lange hast du kein Minecraft mehr gespielt? Ach nein, logisch. 3 Jahre? Alter. Das ist sehr lange. Ich merke es. Und ich hatte seit 3 Jahren immer noch das gleiche eine Vanilla-Projekt. Was ich immer wieder pausiert habe, immer weitergemacht habe. Deswegen bin ich bei Folge irgendwas mit 300 bis 400. Ach Christian, du hast ja vielleicht bei mir auf dem Kanal gesehen, ich hatte Infinity Wolf Skyblock gemacht, ne? Im Expert-Mode. Ja. Weißt du, was aus der Map geworden ist? Was? Einmal hatte ich hatte einen Save davon, hatte aber dann vergessen, einmal den Server zu verlängern und die Map wurde dann gelöscht. Ich erstmal einen neuen Server gebucht, bin dann halt, also Map draufgezogen. Alter, ich verkack's gerade irgendwie. Ich sollte mal F3 anlassen. Jetzt bin ich irgendwie wieder 500 Meter weiter weg. Ich hab das echt drauf mit den Koordinaten heute. Nee, auf jeden Fall. Map wieder draufgezogen, war ein paar Tage nicht da, war bei ein paar Freunden in Lörrach, ne? Was passiert? Komm wieder, gehst mal auf den Server drauf. Es lagen so viele Items auf dem Boden, weil das ME-System vollgelaufen ist. Ich hatte, ich glaube, 25, 64K Festplatten. Also wirklich ausreichend. Meine Enderman-Farm ist nicht mehr hinterhergekommen, also es waren um die 20.000 Endermans rumgetigern. Oh, kenne ich irgendwoher. Mhm. Blaze Farm? Oh Gott. Christian, wir schaffen das! Oh. I wish using magic. Der Text ist, glaube ich, neu, habe ich noch nie gehört. Nö, der schon. Haben die ja gefunden. Alter. Haben goldenen Apfel gefunden. Welchen? Leider nicht den. Oh. Ey, cool, ich hab Stein bis jetzt. Also, ich hab einen Spawner gefunden. Ah, es gibt ja, stimmt, eins war an der Oberfläche, so ein Cave Spider-Dings, hab ich auch schon gesehen. Ja, den hab ich auch gefunden, aber ich hab einen Zombie-Spawner gefunden. Oh shit. Wo bist denn du, ey? Immer noch im Mesa-Biom. Oberhalb hast du den gefunden? Nein, ich bin in eine Höhle rein, weil ich mich verstecken wollte, weil Nacht war. So, aber dann wow. Kommen halt hinter mir Zombies, ne? Ja, ich hoffe, dass ich bald selber eine Höhle finde, weil irgendwie... Ich will endlich mal in mein scheiß Savannenbiom, ich will anfangen zu bauen. Jetzt war so eine ganze... bist du dann einfach so weit weg, dass du nie wieder zu der Stadt kommst und immer, also nie bei dem PvP mitmachen kannst. Ich werde sowieso nicht bei PvP mitmachen. Okay, gut. Macht mir überhaupt keinen Spaß. Wollen wir eigentlich so eine... so eine Spawner-Falle bauen, wo wir dann alle schön zusammen leveln können. Also hatte ich sowieso vorgehabt. Ja, oder halt einer gut. Macht es und die anderen müssen dafür dann Zoll verlangen. So von wegen hier, gib mir einen Diamant, dann kannst du für eine Stunde farmen. Ja gut, aber dann wirst du bestimmt 20 Monster-Farmen haben. Ja. Also ich mach direkt auch so aus dem Zombie-Spawner eine Farm. Ja, wow, Zombies, da kriegst du rotten Fleisch raus. Wow, kannst du dann... Und Eisen! Und Eisen. Und Rüstungsteile. Wobei ich die Rüstungsteile noch begehren würde, halt einfach nur, damit du irgendwann so ein Museum oder sowas bauen kannst. So, Christian, ich bin jetzt gleich bei den Koordinaten, die du mir geschrieben hast. Wenn da kein kein Savanne ist, ich sehe dich sogar, Christian. Ich habe dir die Koordinaten von mir geschrieben. Oh, verkackt.
Du willst mich den ganzen Weg. Du willst mich jetzt gerade verarschen. In der Richtung, wenn du weiterläufst. Ey, bitte nicht. Und gleich Crazy 252 ist gestorben. Ich würde es gerade so lieb gern machen, ne? Ich hab nur noch zwei Herzen. Okay, welche? Nein, 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 der dreht um. Nein, warte, komm her. Oh, danke. Mehr kann ich aber gerade nicht abtreten. Ja, okay, der Danny hat echt Bock zu sterben, ey. 9 Deaths. Bei wem ist gerade ein Hütchen gestorben? Das bin ich, sorry. Ist mein Mikro zu laut? Nee, das haben wir gerade ganz kurz durchgehört. Frage noch, rauscht mein Mikro oder rausche ich allgemein? Dann, ja, die Qualität vom Mikro ist jetzt nicht so pralle, aber an sich ist es nicht schwer. Ja. Okay. Dann ist gut. Super. Bei mir alles okay mit Lautstärke und so weiter? Ja, toll. 100%. Gut, hatte ich sonst immer mal gerne so ein paar Probleme. Ich meine, Christian, weiß ich noch von damals, ich habe mal mit meinem Let's Plays angefangen. Alle mussten mich erstmal auf plus 20 Dezibel machen, ich hatte mein Mikro voller Lautstärke. Scheiße. Dann, hol mir zu Weihnachten ein Standmikro. Ich komme in TS. Hi Leute, alle schreien nur rum. Halt die Fresse, sei leise! Ich dann erstmal so. Das war halt wirklich so, ne? Ich weiß aber bis heute nicht wieso. Hölle, Hölle. Ich bin zum ersten Mal in der Höhle, ey. Ein Wunder, was passiert. Was habe ich hier für ein verzaubertes Buch? Oh cool, Wasserläufer. Was ist auf Deutsch? Ja, Minecraft normal habe ich auf Deutsch. Spiele ich nur noch in Modpacks auf Englisch. Niemand spielt auf Deutsch. Doch, ich. Geh raus. Aus dem Projekt verbannt. Er spielt auf Deutsch. Verbrennt ihn. Und wer der tot ist, spuckt auf seine Leiche und tretet doch mal gegen. Kennt ihr eigentlich das Spiel Werwölfe? Aus Düsseldorf? Hm? Das Kartenspiel, das ist so ein kleines, es ist nicht so ein Kartenspiel wie Mau Mau oder sowas, es ist einfach so ein kleines Rollenspiel. Es nennt sich Werwolf aus Düsseldorf. Kennt ihr das? Okay, nee, kenn ich nicht. Ist das so ähnlich wie Mafia, wo immer einer verschwindet? Oder einer gekillt wird von Wimbledon? Genau, genau. Ja, schon, ey. Cooles Spiel. Also kurze Erklärung, es gibt halt, so zwei Fraktionen, sag ich jetzt mal. Einmal die Dorfbewohner und einmal die Werwölfe. Ja. Generell, die Dorfbewohner müssen versuchen, die Werwölfe umzubringen und die Werwölfe halt die Dorfbewohner. So. Es gibt eine Tag- und eine Nachtphase. In der Nachtphase wachen die Werwölfe auf und entscheiden sich dann für ein Opfer, das dann in dieser Runde stirbt. Und in der Tagphase wird dann halt diskutiert, ja, der könnte es sein, von dem habe ich Geräusche gehört. Und da kommen halt die besten Verschwörungstheorien. Geil ist, es gibt dann noch so eine Zusatzrolle. Die Hexe, die kann halt einen einmal wiederbeleben und einmal einen töten. Und wir hatten dann einfach, hatte ich aus Versehen so den Spielleiter gemacht und so gesagt, die Hexe ist dran. Da siehst du das Opfer dieser Runde, willst du es töten? Und hat sie schon getötet und so weiter, war soll, konnte halt nur wiederbeleben und ich denke mir so, ups, Moment mal. Und dann hat sich so entwickelt, da ist ein Opfer. Willst du draufspucken, willst du zertreten, willst du draufkacken, willst du einfach alles mit ihm anstellen? So, ich bin so schlau, bin jetzt in der Höhle, hab schon Gold und all den Scheiß gefunden, auch Emeralds, aber ich hab halt kein Holz dabei für Crafting Table und alles. Ja, ich mach...